Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich dir meine gesammelten Erfahrungen mit dem Ameisenköder von Nexalotte gern mit dir teilen. Wahrscheinlich kennst du auch so eine Situation, wo diese kleinen Ameisen in deiner Wohnung bzw. im Haus herumlaufen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr lästige Angelegenheit. Unter Umständen können diese Tiere bzw. Ameisen natürlich auch Schäden innerhalb der Wohnung anrichten und können natürlich auch für gesundheitliche Probleme sorgen bzw. diese auch verursachen. Daher ist es wichtig, dass man diese Ameisen bekämpfen sollte. Und ich habe mich, wie gesagt, für so einen Ameisenköder entschieden, einfach weil es sehr einfach in der Anwendung ist. Mein Test ist jetzt vorbei und dementsprechend möchte ich dir meine Erfahrungen wiedergeben. Wie am Anfang des Videos schon gezeigt, habe ich mich für so einen Ameisenköder von Nexalotte entschieden. Und hier steht natürlich auch, wie man das Ganze anwenden muss. Das ist wirklich sehr einfach. Das beschreibe ich dir auch gleich nochmal, auf was man auch noch achten sollte. Und hier sind jetzt zwei Köder enthalten. Die kann man auch bequem online bestellen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Kostet auch wirklich nicht so viel Geld. Und die zwei sind jetzt, hier steht's, zwei Köderboxen pro 15 Quadratmeter. Also es kommt auch darauf an, wie groß die Fläche ist, wo die Ameisen halt sind. Und dementsprechend musst du eine bestimmte Anzahl von diesen Ameisenködern ja, aktivieren und bereitstellen. Wie du hier jetzt sehen kannst, das ist jetzt ein aktivierter. Das sind jetzt diese Noppen oder Kappen, die hier enthalten sind, schon abgebrochen. Damit wird sozusagen dieser Ameisenköder aktiviert. Das kann ich dir hier zeigen. So sieht also ein unaktivierter Ameisenköder aus. Da kommen wir dann auch schon zur Anwendung. Nämlich das ist das Einzige, was du machen musst. Du musst lediglich diese Zacken hier, diese Kappen abbrechen, indem du einfach kurz nach innen drückst und dann anschließend nach außen ziehst. Schon werden diese Kappen abgebrochen und damit ist dieser Nexalotte Ameisenköder bereit und aktiviert. Ja, anschließend nimmst du diesen Ameisenköder und stellst diesen dann am besten innerhalb dieser Ameisenstraße auf, also da, wo die Ameisen am meisten langlaufen. Bei mir war es jetzt so, die kamen hier von dieser Fußleiste heraus und sind dann quer durchs Wohnzimmer gelaufen. Also habe ich den Ameisenköder entsprechend auch hier aufgestellt. Und das Tolle war, innerhalb von maximal 1-2 Stunden waren hier extrem viele Ameisen um den Ameisenköder drumherum. Also das Lockmittel hat echt super funktioniert. Ja, und das Beste ist natürlich, innerhalb von 24 Stunden waren hier echt nicht eine Ameise mehr zu sehen. Also der hat echt richtig gut funktioniert, sehr effektiv. Was aber jetzt noch ganz wichtig ist, dass dieser Ameisenköder, so steht's, so sagt es der Hersteller, man soll das Teil jetzt hier noch 28 Tage stehen lassen, auch wenn keine Ameise mehr sichtbar ist. Aber bis jetzt bin ich da echt sehr zufrieden, kann also diesen Ameisenköder von Nexalotte sehr weiterempfehlen, einfach durch die einfache Handhabung und ja, es ist anscheinend sehr effektiv, es hat steht ja auch hier drauf, ja, gesamte Kolonie wird bekämpft. Dem kann ich nur zustimmen, es ist tatsächlich so, es funktioniert sehr zuverlässig. Bin damit also echt super zufrieden und kann das dementsprechend dir so weiterempfehlen. Einfach mal ausprobieren, selbst testen. Ich bin damit, wie gesagt, sehr zufrieden. Und sobald es nochmal so sein sollte, werde ich mir auf jeden Fall wieder diesen Ameisenköder von Nexalotte zulegen. Und hoffentlich wieder erfolgreich einsetzen. Das soll es auch schon erstmal gewesen sein. Falls du noch Fragen zum Produkt haben solltest, stell sie mir einfach in Form eines Kommentars. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir das zeigen, indem du mir einfach einen Daumen hoch gibst bzw. gefällt mir klickst. Und bleib natürlich am Ball, indem du den Godlike News YouTube-Kanal abonnierst. Ich sag erstmal ciao und bis zum nächsten Video. Mach's gut!